Bis vor kurzem waren Gehirnforscher der Überzeugung, dass Intelligenz etwas ist, das wir als Erwachsene nicht mehr ändern können. Die heutige Forschung, unter anderem eine Studie der Uni Bielefeld, bestätigt diese Annahme nur zum Teil. Einerseits gibt es einen genetischen Anteil, der bestimmt, wie intelligent du später sein wirst. Andererseits gibt es aber auch Faktoren, die du nutzen kannst, um dein Gehirn leistungsfähiger zu machen. Zum Glück haben neue Studien ergeben, dass die Verschaltung bestimmter Bereiche im Gehirn und positive Einflüsse aus der Umwelt deine Intelligenz weiter erhöhen können. Dein Gehirn hat eine bestimmte Leistungsfähigkeit und je mehr du diese Leistung optimierst, desto intelligenter wirst du. Wie du dein Gehirn sofort leistungsfähiger machst, erfährst du in diesem Video. Ich werde dir 5 bahnbrechende Erkenntnisse mit auf den Weg geben. Let's go! Erstens, Grundprinzipien lernen. Wenn du in einer bestimmten Sache gut werden willst, versuche zuerst die Grundprinzipien zu lernen und nicht jedes kleine Detail von A bis Z. Das menschliche Gehirn lernt nicht linear. Du hast bestimmt schon einmal in kürzester Zeit ein Buch lesen müssen. Beim Lesen hast du dann schnell gemerkt, dass du den größten Teil beim Lesen gleich wieder vergisst. Das liegt am begrenzten Kurzzeitgedächtnis des Gehirns. Für viele Bücher gibt es Lektüre-Schlüssel oder Zusammenfassungen hier auf YouTube. Wenn du damit arbeitest, muss sich dein Gehirn weniger, aber dafür wichtigere Informationen merken. Wenn du ein Buch vollständig liest, bekommst du tiefergehende Informationen. Wenn du nur die Grundprinzipien einer Sache lernst, wirst du mehr in kürzerer Zeit lernen. Und je mehr du lernst, desto besser klappt das mit der Verschaltung der Bereiche im Gehirn. Zweitens, beste Zeiten herausfinden. Wenn du deinen Tagesablauf beobachtest, wirst du vielleicht feststellen, dass du zu einer bestimmten Tageszeit besonders produktiv oder besonders kreativ bist. Kreativität entsteht, wenn du bekannte Dinge neu miteinander kombinierst. Laut der Gehirnforschung benutzt du bei kreativen Prozessen eher die rechte Gehirnhälfte und wenn du produktiv arbeitest, die linke. Der Schlüssel ist, darauf zu achten, wann du kreativer und wann du produktiver bist. Morgens, mittags, nachmittags oder abends. Hebe dir also bestimmte Aufgaben für diese Zeiträume auf. Drittens, Komfortzone verlassen. Jedes Mal, wenn du deine Komfortzone verlässt und etwas tust, was du normalerweise nicht tust, lernt dein Gehirn etwas dazu. Es verknüpft Freude oder Schmerz mit dieser neuen Erfahrung. Es kann dir einen richtigen Kick geben, wenn du deine Komfortzone verlässt. Du kannst es spielerisch tun. Sprich zum Beispiel einen fremden Menschen an. Nimm dir für jeden Tag der kommenden Woche eine neue Sache vor, die du tust, die dich ein bisschen aus deiner Komfortzone herausbringt. 5. Auf Ernährung achten. Wenn deine Ernährung stimmt, wird dein Gehirn mit den richtigen Nährstoffen versorgt. Das ist die Grundlage für viele Denkprozesse. Wenn du deine Ernährung im Griff hast, ist das schon mal super, damit dein IQ über die Zeit steigt und nicht sinkt. Fang damit an, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken. Achte auf 5-mal Obst und Gemüse am Tag. Vor allem die Versorgung mit Gemüse ist wichtig für die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Auch ungesättigte Fettsäuren sollten nicht zu kurz kommen. Hier spielen Olivenöl, Nüsse und gesunder Fisch eine wichtige Rolle. 5. Mache Lernen zu deinem Hobby. Der englische Philosoph John Locke sagte einst, dass Lernen bereitet größere und nachhaltigere Freude als irgendeine andere Tätigkeit. Auch ich bin der Meinung, dass Lernen etwas ist, das uns Menschen einfach in die Wiege gelegt wurde. Lernen sollte deshalb vor allem deine Neugier befriedigen und keinen Stress verursachen. Mit der Pomodoro-Technik lernst du 25 Minuten am Stück voll konzentriert. Dann legst du eine Pause von 5 Minuten ein. Das Ganze 3-mal hintereinander. Dann kommt eine Pause von 15 Minuten. Und dann wieder 3-mal 25 Minuten. Für viele Menschen ist dieser Rhythmus optimal. Wenn du nicht nur die Leistungsfähigkeit deines Gehirns steigern, sondern auch im Leben mehr erreichen willst, dann lade dir mein gratis E-Book Dominiere dein Leben, 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst, herunter. So bist du voll auf dem richtigen Kurs, deine Ziele zu erreichen. Klicke auf den Link in der Infobox, um es dir jetzt herunterzuladen. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.